Hallo Freunde, da bin ich wieder, euer Sadu mit der neuen Folge Warhammer 40k Demon Hunters. Wir haben die Zeitdruckmission geschafft. Ich bin so happy. Ich habe mir gerade noch einen zweiten Kaffee gemacht. Bisschen ungewöhnlich, dass wir halt hier in der letzten Folge geendet haben, aber ich brauchte erstmal noch einen Schluck Kaffee. Also einen Dopp-Kaffee. Ich nehme gleich mal einen Schluck. Ja. Schmeckt der Sieg doch umso süßer, obwohl ich Kaffee schwarz trinke. Ohne Zucker. Los geht's. Kommt noch eine Zwischensequenz? Nee. Dachte schon. Einfach nur, wir werden wieder hoch teleportiert. Die sind natürlich jetzt übelst angeschlagen. Aber schaut mal, was wir alles an Saaten gesammelt haben. So genial. 7 Requirierungen, 10 rote Saaten, 4 blaue. Der Streuer ist Geschichte. Wir waren siegreich. Der massive Blütenwuchs wurde vernichtet und die Gefahr der Ausbreitung der Blüte von hier auf andere Planeten ist gebannt. Fortfahren. Pukador, Stufe 5. Wir haben eigentlich genügend Pukatoren in unserer Kaserne. Was ist denn das? Ein ganz normaler Psi-Bolder, aber mit Rüstungsdurchdringung. Puh. Psi-Bolder mit Rüstungsdurchdringung. Mit Psi-Bold bekommt man nochmal plus 2 Schaden. Das Teil ist gar nicht mal so dumm. Wir wählen es mal aus. Ein Schwert? Na, ein Falchion. 20% Crit-Chance für den Nahkampfangriff. Psi-Angriff. Sagt mir jetzt nicht so zu. Dann haben wir noch eine Rüstung, eine Terminator-Rüstung. LP plus 3 Rüstung und nochmal Rüstungsverbesserung mit gelben Saaten und nochmal mehr LP. Also das Teil ist aber gar nicht mal schlecht. Taktik Dreadnought. Dieser Ritt ist immun gegen Rückschlageffekte von Gegnern gleicher Größe. Relativ uninteressant, verankert. Dieser Ritter ignoriert Schadensstrafen aus der Distanz für seine Fernkampfwaffen. Das sei natürlich auch nicht schlecht, du. Mama mia. Also man bekommt keine Distanzstrafen. Das mit dieser Hälfte, könnt ihr euch erinnern? Hatte ich euch mal einen Tooltext, glaube ich, vorgelesen. Es ist ja so gemacht hier in dem Spiel, dass wenn man, ich glaube, mehr als die Hälfte entfernt ist von der Reichweite der Waffe, dann bekommt man Schadensstrafe. Habe ich das richtig erklärt? Naja, wisst schon. Je weiter man weg ist, umso größere Strafe bekommt man. So ungefähr. Also das ist nicht schlecht, das nehmen wir mit. Und was haben wir hier noch? Medico-Schädel Rang 2. Läutern, um 7 geheilt. Jetzt müsste man wissen, wie viel unser normaler Medico-Schädel heilt. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich habe es mir nicht gemerkt. Und das ist nicht plus 5. Also wenn es nur 5 waren und jetzt bekommen wir 7 und dafür 2 Requirierungspunkte ausgeben, nö. Das machen wir nicht. Dann bestätigen wir das. Einen besseren Psi-Bolder und eine bessere Terminator-Rüstung. Oh ja, verwundet. 47 Tage, 38 Tage, 35 Tage. Heftig. Aber wir können unseren Apothekarius befördern. Das ist ja unser Elite-Apothekarius. Trägt auch Terminator-Rüstung. Hat aber eine Servo-Rüstung an. Humpeln, mehr Willenskraft. Willenskraft ist für einen Apothekarius eigentlich immer gut. Nur was in welche Richtung geht das hier?
gnadenlose Präzision. Wenn dieser Angriff-Ritter einen Kritsch-Treffer mit einer Nahkampfwaffe erzielt, hat er eine Chance von 50% automatisch einen AP zu erlangen. Relativ uninteressant, wie ich finde. Die Nahkampfangriffe dieses Ritters sammeln alle Blütensaaten des Ziels. Wir haben unseren Extraktorschädel. Resistenzen. Noch mehr Resistenzen. Mitgefühl, Biomantik. 50% Chance, dann halt das auch zu bekommen. Müssen wir ja durch diesen Baum durch und dann noch da unten hin. Mehr Lebenspunkte. Mehr Geschwindigkeit. Ja, das ist für einen Heiler eigentlich ganz nett. Da müssen wir aber das hier nehmen. Warp-Geschwindigkeit. Visiere einen Ritter innerhalb einer Reichweite an und erlange bei Nahkampfangriffen für zwei Züge, zwei Crit-Chance und eine Bewegungsgeschwindigkeit müssen wir halt nah an dem dran stehen. Kostet auch 2 WP, also finde ich jetzt nicht so prall, aber das dahinter finde ich gut. Nehmen wir das, dann entweder Lebenspunkte oder Bewegungsgeschwindigkeit. Geben dem Lebenspunkte, kommen wir nicht hin. Okay, dann müssen wir erstmal das nehmen und dann runter zu den Lebenspunkten. Machen wir so. Der ist auch nochmal 41 Tage verwundet, ja. Aber wir haben es zerstört, das Teil. Ist okay. Gucken nochmal in die Kaserne rein. Richtig verwundet, also jetzt nicht kritisch verwundet, aber halt schon ordentlich verwundet. Und dann gibt es ja noch leicht verwundet. Gut, jetzt kommt der spannende Augenblick, ob wir es noch bis hierhin schaffen. Natürlich nicht, aber wir versuchen es trotzdem, weil die Schiffsgeschwindigkeit müsste bald fertig werden. Vielleicht schaffen wir es ja dann doch noch bis dahin. Auf geht's. Reisen wir. Ich trinke Kaffee dabei. Schiffsprojekt abgeschlossen. Warp-Antrieb Stufe 2. Wir haben die Arschen Lichtzylinder. Könnt ihr jedes Mal lachen, wenn ich das Wort lese? Ich weiß auch nicht. Bin halt albern. Neu angeordnet, um einen geschmeidigeren Warp-Übergang beim Erreichen des Mandeville-Punktes zu ermöglichen. Meine Logistiker haben mir versichert, dass der zuvor erkannte, sich wiederholende Algorithmus sicher war. Also haben wir diese Gleichung zur Anpassung herangezogen. Ich bin weiterhin skeptisch. Meine Speicherdatenbanken enthalten keine Aufzeichnung zu Verkrustungen rund um die Hitzesiegel, bevor wir diesen Sektor erreichten. Neues Projekt starten. Wir haben noch 8 Servitoren. Was könnten wir denn da uns alles gönnen? Ich würde sagen, das hier. Oder aber wir wollten es auch reparieren. Den Rumpfstatus endlich mal reparieren. Wenn ich es finden würde, wo ist denn der Rumpfstatus? Das hier oder wie? Hä? Meditationskammer, 50% EP ist natürlich auch enorm wichtig. Oh, es gibt so viele coole Sachen. Verbesserte Augmentik freigeschaltet. 50% Heilungsgeschwindigkeit. Prognostikarius auch wichtig.
Also die Rumpfstabilität macht man anscheinend dann hier, oder? Ah ne, Mechanikbereich. Rumpf vollständig reparieren. Wir hatten es gesagt, wir wollen es machen. Dann machen wir es auch. Dann können wir auch mit diesen gelben Death Guard-Schiffen, denke ich mal, umgehen. So, wir brauchen Servitoren. 140%. Reicht das jetzt aus? Wir haben ja... Es reicht trotzdem nicht, um dahin zu kommen. Nee. Dann ist die Mission weg, leider. Können wir nicht ändern. Dann setzen wir uns hier wie wieder so eine Spinne in ihr Netz, genau in die Mitte und warten ab, was da kommt. Präzisionsbombardement. Commander, it is a shame you ignored my suggestion to visit the research station. Reports indicate it has now been overrun by the enemy. Every member of the staff massacred. Aber ja, erforscht. Insights to be found there, they are lost forever. Präzisionsbombardement. Eine vielversprechende Spur, zu lange gezögert, ja. Commander, es ist eine Schande, dass du meinen Vorschlag, die Forschungsstation der Besuchung ignoriert hast. Tja, Berichten zufolge wurde sie vom Feind überrannt und alle Mitarbeiter wurden massakriert. Falls es dort Erkenntnisse für uns zu finden gab, sind sie nun für immer verloren. Tja, wir mussten aber das System retten. Gutste, wir können uns leider nicht zerteilen. Es wäre schön, wenn wir das könnten, aber wir können es leider nicht. Tja, bestätigen wir. Ist halt so. Anomalous. Reconstruction has proceeded more rapidly than anticipated. Dem Zeitplan my miscalculation, voraus. I will perform the requisite penance to the Omnissiah. Der Wiederaufbau ist schneller vorangeschritten als erwartet. Verzeih mir meine Fehleinschätzung, Commander. Ich werde beim Omnisea Buße tun. Oh, das Schiffsprojekt ist abgeschlossen. Das ist natürlich super. Ich habe die Reparaturen am Rumpf der Addict fertiggestellt. Es ist beruhigend, dass sie nun erneut widerstandsfähig ist. Aber das ist kein Freibrief, sie unnötigen Risiken auszusetzen, Commander. Okay, neues Projekt starten werden wir aber nicht können, weil wir einfach nur ein Servitor haben. Es gibt nichts, was nur ein Servitor kostet. Ja. Gibt's nicht. Steht auf unserer Einkaufsliste. Servitoren. Forschungsprojekt abgeschlossen, Präzisionsbombardement. Visiere mit einer Explosion einen Bereich von 4 an, um 6 Schaden zu verursachen. In Zusammenarbeit mit der Domina kann ich jetzt die Servitoren, die die Waffenmatrix an der Unterseite des Schiffs kontrollieren, psionisch steuern. Normalerweise wäre das ein Verstoß gegen das Protokoll des Adeptus Mechanicus, aber eure Tech-Priesterin ist lobenswerterweise sehr vorausschauend. Dieses Bündnis bringt mit sich, dass ich die Waffen des Schiffs jetzt so steuern kann, dass sie ein präzises orbitales Bombardement durch das psionische Feld der Blüte abfeuern kann. Sehr gut. Was erforschen wir? Also wir können uns jetzt schon an diese Schnitter heranwagen, wenn wir wollen. Wenn wir finden, dass wir soweit sind. Schwierig. Mehr Saaten bei der Extraktion. Blütenausrüstung. Visiere mit einer Explosion einen Bereich von 4 an und verursache reinigen. Betroffene Ziele verlieren alle Mutationen. Finde ich jetzt nicht so prall.
50% Crit-Chance. Resistenzen der Ritter. Alle gefallenen Ritter erholen sich sofort mit 50 Max LP. Sofort. Das ist eine Gefechtsoption. Wir wollen ja gar nicht, dass die fallen. Heilung Stufe 2, Heilung 6. Alle Ritter heilen sich, das ist natürlich nicht schlecht, aber da brauchen wir erstmal rechtschaffende Ausdauer. Oder wir legen uns halt demnächst mit so einem Schnitter an. Oder wir nutzen das, um die Kosten zu drücken. Ach, schwierig. Ich würde mich aber auch ganz gerne mal mit so einem Schnitter anlegen, um zu sehen, ob wir überhaupt eine Chance haben. Ach komm, wir nehmen das hier. Der Proxus-Stamm war der Erste. Wir erforschen das einfach mal. Den Proxus-Stamm bekämpfen wir bereits länger als alle anderen. Es wäre mir ein Vergnügen, den Codex Toxicus darauf einzustimmen und seine Schnitter endlich aus dem Materium zu vertreiben. Machen wir. Ja, wir können jetzt hier nichts auswählen, weil wir einfach keine Servitoren haben. Deswegen zeigt es uns jetzt hier immer dieses Ausrufezeichen an. Müssen wir mit leben. Blütenwuchs erkannt 4 neue Missionen. Das ist neu. Und zwar das doch immer 3. Sag mal her. Fangen wir links oben an. Gefahrenstufe niedrig. 10 Servitoren. Klingt gut. Gefahrenstufe mittel. 15 Servitoren. Klingt auch gut. Seht ihr das? Wenn wir hier nicht hinfliegen, ist das System verloren. Ach, mich nervt das. Was soll denn das? Also, man hat 4 zur Auswahl, aber wir werden im Grunde gezwungen, da hinzufliegen. Um zu verhindern, dass das System an die Gegner geht. Was gibt's denn hier als Belohnung? Garantiert keine Servitoren, oder? Ja. Primor ist für Forschung. Ach, was denn hier? Requirierung. Ach, das geht mir auf den Zeiger, Leute, ehrlich. Aber es nützt halt nichts, wir müssen dorthin, um das halt zu verhindern. Und es ist noch nicht mal gesagt, dass wir das schaffen, weil wir müssen durch diesen, diesen Warpsturm durch. Oh. Aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig, wisst ihr? Wir müssen es einfach machen. Um das zu verhindern. Das System hier oben im Norden ist auch schon ganz schön verseucht. Wir versuchen es, dahin zu kommen. Auf Death Guard gestoßen. Death Guard Plague Ship detected. Anomalous readings. A swarm of plague flies. One of Nurgle's vile defenses. Confirmed. Targeting systems disrupted. Cannot acquire stable lock. Commander, permission to issue a strike squad and we will make short work of them. Alternative. I will directly interface with the weapons arrays to detonate our ordnance in flight. This may disrupt the defensive swarm. Also, uns steht alles zur Auswahl. Wir können das Schiff von Weitem versuchen zu zerstören. Eröffnet das Feuer. Wir sehen jetzt hier, dass es ein Death Guard Kreuzer ist. Geschützbatterien Stufe 2. Wir haben ebenfalls Geschütz. Batterienstufe 2. Wir können den Angriffsverband losschicken.
Vier Ritter werden einem Risiko ausgesetzt. Wir können sagen, lass Lunette auf den Schwarm feuern. Weiß jetzt nicht, was der Unterschied sein soll. Zwischen eröffne das Feuer und lass Lunette auf den Schwarm feuern. Und versuche dich zurückzuziehen. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, das machen wir auf keinen Fall. Ich würde sagen, wir haben genügend Ritter in Reserve. Wir schicken den Angriffsverband los. Einfach, weil wir das auch noch nie gemacht haben. Strike forth, my brothers. Schlag zu, meine Brüder. Ergebnisse: Verwundet. Vierer sind verwundet. Der feindliche Kreuzer wurde zerstört. Plus zwei Requirierung. Weiter geht's. Warpsturmstörung. Oh nö. Commander, I am concerned about the bloom seeds on board the Libris. Several have begun actively resonating in response to the warp energies buffeting the hull. I suggest we reverse course and find another way. Commander, ich mache mir Sorgen um die Blütensaat an Bord der Libris. Mehrere der Pflanzen weisen eine aktive Resonanz als Reaktion auf die Warp-Energien auf, die den Rumpf erschüttern. Ich schlage vor, wir kehren um und suchen einen anderen Weg. Wir können sagen, wir zerstören die Saat, fliege weiter durch den Sturm oder wir kehren um. Also wenn wir weiter durch den Sturm fliegen, kann sein, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Aber wir müssen durch den Sturm fliegen, weil wir zu dieser Mission da müssen. Wir zerstören einfach die vier Saaten. Wir verlieren vier Saaten. Wir haben... Ich hoffe, es sind Saaten, wo wir genügend davon haben. Such a waste. But I will, of course, comply. Was für eine Verschwendung, aber ich gehöre... Ich gehorche natürlich. Vier Saaten zerstört. Ja, reiß weiter. Noch eine Warpsturmstörung. Erheblicher Rumpfschaden registriert. Bei weiterer Belastung droht ein katastrophaler Ausfall. Okay. Aber wir kommen rechtzeitig an, um dort einzugreifen. Als wir losgeflogen waren, war die Gefahrenstufe mittel. Die ist so geblieben, gut. Starten wir die Mission, werden wahrscheinlich aber die Ritter austauschen müssen. Mission ohne Einsatz von Willenskraft, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. die sind... Na, wartet mal. Auswählen, halt. Wir müssen die alle einzeln auswählen. Na gut. Wir entfernen die mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Ritter durch den Kampf mit dem... Also die Einsatztruppe da, könnt ihr euch erinnern, was wir gerade gemacht haben? Ich denke schon, dass wir da halt jetzt Probleme bekommen, vier andere auszuwählen. Also ich weiß jetzt nicht, wer hier alles verwundet wurde. Von den Namen her sagt mir das jetzt nichts. Ja, der Skriptor ist verwundet worden. Mhm. Der Apothekarius scheint auch verwundet zu sein. Unser zweiter Apothekarius. Oh ja, sogar minus 6. Na gut, dann heißt es, dass wir unseren Apothekarius der Stufe 7er mitnehmen müssen. Und dem geben wir auch gleich mal diese bessere Terminator-Rüstung. Da gab es doch noch eine. Diese Stufe 2 Rüstung. Die geben wir denen. Ausrüsten und aufwerten können wir es auch noch. Zwar nicht die rosane Saat, aber die untere Saat können wir ausrüsten, aber nein, die ist auch zerstört worden. Oder die haben wir nicht. Scheibenkleister, wir können es gar nicht aufwerten. Na gut. Aber er hat jetzt trotzdem plus 3 Rüstung von Haus aus schon. Das ist schön.
ist unser Bester, Stufe 7. Dann hat er auch eine richtig ordentliche Rüstung verdient. Schicken wir den Flammenwerfer mal noch mit, um den mal in Aktion zu erleben. Also wir müssen die Mission natürlich gewinnen. Ansonsten wird das System, geht das System flöten. Ich glaube ja. Wir können hier nochmal unseren anderen Justicar reinschicken, der ist komplett ausgeheilt. Dann testen wir mal den Flammenwerfer. Und als drittes noch einen Pugator, eine Stufe 4 Pugator. Da müssen wir aber mal gucken, was hat denn der für eine Waffe? Der hat den Boulder. Das ist der Sniper. Stimmt's? Ich glaube ja. Ne, der Pulser ist der, oder? Ach, ich... Psi-Pulser. Ja, nee, der hat den Boulder, das ist okay. Das passt. Haben wir noch eine andere Servo-Rüstung für den? Aber stopp, eins nach dem anderen. Erstmal nochmal den Justicar anschauen. Terminator-Rüstung hat er. Und wir geben dem noch einen anderen Sturm-Boulder. Wir hatten doch in der letzten Mission eine besseren Sturmbolter bekommen. Hier unten die Stufe 2 Sachen. Unheilvoller Angriff, das war's glaube ich nicht, oder? Todesmacher, Vergebung. Welche warten das? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Der gefällt mir besser hier, der Todesmacher, weil der hat mehr Mumpels. Ja, und der hat hier unten auch noch eine andere Fähigkeit. Nehmen wir das mit rein, werden es auf. Das können wir. Schaden oder das hier unten? Nö, wir nehmen den Schaden mit dem Psi-Bolt. Ja. Machen wir. Sehr schön. Nochmal aufwerten können wir es nie, auch wenn es hier da steht, weil uns fehlt einfach mal wieder Saaten. Dann hätten wir das. Terminator-Rüstung. Ach ja, das wollte ich noch gucken. Hat er eine gute Terminator-Rüstung an? Nö, der hat die Standard-Terminator-Rüstung an. Wir können dem auch gar keine andere geben, weil wir keine andere haben. Tut uns leid. Ich fange jetzt aber auch nicht an, die von dem anderen auszuziehen und dem die zu geben. Nee, ist mir zu blöde. Weiter geht's. Teleportarium. Den Flammenwerfer-Typen anschauen. Habe ich das jetzt abgebrochen? Warum habe ich denn das gemacht? Ritter auswählen und Erlöser-Flammenwerfer. Zweihandwaffe, Fragmentgranate. Der konnte keine Terminator-Rüstung tragen, wenn ich mich recht entsinne. Ausrüstungsset, Rüstungstyp, Servo-Rüstung. Da gibt es doch bestimmt eine bessere als die Standard-Rüstung. Hier haben wir eine Stufe 2 Servo-Rüstung. Mehr Lebenspunkte von Haus aus und mehr Willenskraft. Komm, geben wir dir doch glatt mit. Aufwerten können wir es nicht, weil uns die Saaten fehlen. Passt. Das war's dann auch schon, was wir mit dem machen könnten. Ja, hat er. Haben wir einen anderen Flammenwerfer da? Ich weiß es nicht. Fernkampfwaffe. Tatsächlich. Dariks Zorn. Hier machen wir mehr Schaden gegen dämonische Ziele. Und hier
reinigen. Betroffene Ziele verlieren all ihre Mutationen. Also entweder reinigen oder mehr Schaden. Ich bin für mehr Schaden. Weil wenn wir sie killen, dann ist es egal, ob die ihre Mutation verlieren. Rüsten wir das aus. Passt. Und jetzt noch einen einzigen, den wir uns anschauen müssen. Den Pugator hier. Aber da war eigentlich alles okay. Den hatten wir uns angeschaut, oder? Dann können wir mal gucken, ob er denn auch eine andere Servorüstung schon hat. Nee, ich glaube noch nicht. Den können wir noch eine andere Servorüstung geben. Der hat, ach, deswegen hat er plus 12 Reichweite. Deswegen dachte ich, das wäre dieser Psi-Pulser. Der hat hier Reinheitsstil der Präzision drin. Dann geben wir denen noch eine andere Servorüstung mit. Der trägt nämlich die Standardrüstung. Wir haben hier oben noch 3 zur Auswahl. 15% Resistance. Hier gibt es gar nichts, aber 3 Lebenspunkte mehr. Und hier gibt es 1 Rüstung. Also, er ist ja Pugato, er steht hinter der Linie. Er braucht eigentlich jetzt nicht unbedingt Rüstung, aber 3 Lebenspunkte wäre schon nicht schlecht. Drei Lebenspunkte und außerdem immun gegen Humpeln und gegen Bewegungsunfähigkeit. Immun gegen Seuche. Oh, das ist natürlich auch interessant. Der kann dann durch diese verseuchten Gebiete durchrennen. Und 15% Resistance. Ja, komm, dann geben wir dem die. Ausrüsten, aufwerten. Machen wir. Poxus-Saaten haben wir genügend. Perfekt. Dann ist die Truppe bereit und wir können sie runterschicken. Auf den Planeten. Teleportarium bitte und runter geht's. Mission starten. Den Anfang machen wir noch. Also wir teleportieren uns noch runter auf den Planeten, Leute. Und dann heißt es erst einmal Ende im Gelände für diese Folge. Hab ich noch einen Schluck Kaffee? Ja, ein Schluck ist noch drin. Lauwarmer Kaffee geht gerade noch so zu trinken. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, aber es war noch auf dem Mittel, oder? Ich hatte vorher noch drüber gesprochen. Die Missionsschwierigkeit. Ich glaube, es war noch auf dem Mittel. Every last Bloomsborn will need to be hunted and destroyed to hold this foul rot at bay. Ich quatsch zu viel. Da sind wir. Hässlicher Planet. Ein Blütenwuchs verseuchter Planet. 2 Blütenwuchs. Es gibt keinen Zeitdruck. Alles schön, alles schick. Freunde der Nacht, das war's von mir für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen oben, schmeißt was in die Kommentarleiste. Rechts oben gibt's noch wunderbare Buttons und auch rechts unten, um meinen Kanal zu abonnieren, würde mich heftigst freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye, euer Sahadun.